StarTV, das Magazin der Peuerbacher Freizeitszene, diese Woche wieder direkt aus der Film- und Freizeithauptstadt des Bezirks. Wir besuchen diesmal die Stammtischrunde in Schranks Wirtshaus. Außerdem verrät uns Markus Schrank, welche kulinarischen Schmankerl es jetzt im Herbst gibt. Natürlich haben wir wieder die besten Film- und Freizeittipps der Woche. Ganz ein flauer Tag ist heute. Normal sind es so 10, 12, 15 oder 20 Tage. Ja, das, die Bauern haben nicht Zeit, die sind arbeiten, die müssen da aus dem Feld arbeiten, die müssen da schauen, dass sie reinbringen, die fixen. Wir sind halt Pensionisten, sind wir da weg da. Ne? Serviert das in Ordnung? Ja, gibt es hier da so ein kleines Jassel? Ja, das ist ja wurscht. Wer gehört da alle dazu zu eurer Stammtischrunde? Sind das nur Peierbacher oder wo kommt ihr? Nein. Also von der ganzen Paare. Also Peierbach mal drei Gemeinden. Und von den drei Gemeinden kommen die, was ein Bier mengen. Ja. Ja. Was sind denn jetzt so die aktuellen Stammtischthemen? Was soll ich mir wegen tun? Politisch nicht viel. Wird schon ein wenig erwähnt, aber nicht an und für sich. Am Rande nicht. Wir reden ab und zu von festen Gehörern, das ist voll ins Krux und gut. Ne? Ja, Peuerbach lockt besonders jetzt im Herbst mit zahlreichen besonderen Aktivitäten, bei denen auch die kulinarischen Spezialitäten nicht zu kurz kommen. Was steht da jetzt im Peuerbach als nächstes am Programm? Ja, das nächste, das ist schon das kommende Wochenende, das ist unser traditioneller Herbstmarkt. Der dauert 3 Tage. Und da haben wir am Sonntag die Speiselokale, ein Schnitzelsonntag, wo Schnitzel mit Kartoffelsalat 4 € kostet, was sehr gut angenommen wird, wo wir in alle Betriebe immer so um die 1000 Schnitzel verkaufen. Und dann ist immer Montag der traditionelle Herbstmarkt. Weiter geht es dann eine Woche später mit den Wildwochen? Ja, am 22. Oktober beginnt unsere traditionelle Wildwoche in Peuerbach und in Eschenau bei meinen Brüdern. Da gibt es alle heimischen Wildspezialitäten, vom traditionellen Hirsch bis Reh, Wildschwein, Gämse, Hase in seinen verschiedensten Variationen. Mit klassischen Vorspeisen, weil das ist ein Steckenpferd von mir, das gefällt mir recht. Und erlesene Weine aus Österreich und Italien. Jetzt habe ich gelesen, du bietest nicht nur traditionelle, sondern auch moderne Wildgerichte an. Wie werden jetzt moderne Wildgerichte im Speziellen zubereitet? Ich bin nur ein bisschen am Entwickeln. Ich habe ein mexikanisches Wildgulasch möchte machen mit Bohnen, Mais. Und einmal aufs Stroganoff-Fahrt möchte ich das probieren, in einer leichten Tomatensauce, auch mit Speck, auch mit Schinken und Gurkelstreifen. Das sind so die Sachen, was wir momentan im Kofferring herumschwirren, was aber Anfang nächster Woche noch verfeinert wird. Von Schranks Wirtshaus wechseln wir jetzt kurz zu Star Movie, hier ein weiterer Filmstar der Woche.